Windhauch, Windhauch. Das ist alles Windhauch. Möglicherweise ist dieser Gedanke sehr oft jenem Vinzenz als Priester durch den Kopf gegangen, weil seine Wirklichkeit so war. Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. Ein Priesterlein, so könnte man sagen, von den Eltern dazu bestimmt, dass er Priester wird, mit 14 in ein Internat geschickt. Die Begeisterung hielt sich wahrlich in Grenzen. Und so ist das dann auch, wenn man Priester ist, überaus große Mittelmäßigkeit, zu nichts richtig Antrieb, keine Lust. Am Schluss ein Leben, das nach anderen Dingen sucht, die aber teuer sind. Das kann sich ein Priesterlein nicht leisten. Also verschuldet sich dieses Priesterlein und muss am Schluss davonlaufen, weil er seine Gläubiger nicht auszahlen kann. Das ist die erste priesterliche Periode im Leben des Vinzenz von Paul. Erbärmlich. Aber auch nicht wirklich neu, denn Kohelet hat recht. Nichts Neues unter der Sonne. Viele Priesterlein gibt es in dieser Zeit. Diese Existenzen haben mit dazu geholfen, dass gerade hier in unserem Land das ausbricht, was wir mit dem etwas euphemistischen Ausdruck als Reformation bezeichnen. Leute waren dessen überdrüssig, solche Priesterlein zu sehen, die alles Mögliche tun, nur nicht ihrer Aufgabe nachzukommen. Alle möglichen Ideen, alle möglichen Lebensstile, die alles tun, nur nicht das, was sie versprochen haben und wozu sie angetreten sind. Aber das Leben dieses Priesters ist an diesem Punkt nicht zu Ende. Es ist interessant, wie Vinzenz von Paul zu dem wird, den die Kirche heute feiert. Dazu braucht es Begegnungen, dazu braucht es Kontakte, dazu braucht es Erlebnisse, die aufwecken lassen. Ein solches Erlebnis hat er mehr oder weniger per Zufall, das gibt es ja für uns Christen eigentlich nicht, sondern es ist alles Fügung, indem er auf das Oratorium des Philipp Neri in Paris stößt. Einer der großen Heiligen der Nachreformationszeit oder wie wir sagen, der katholischen Reform. Einer, der nach den Wurzeln sucht, der die alten Texte liest, der durch Rom läuft wie ein Narr für Christus, aber der vielen zu einem Vater wird. Wenn man spätere Texte von Vinzenz von Paul liest, wie er sich über die Leidenschaften äußert, dann denkt man, wenn man die ersten zwei Sätze liest, man hat einen alten Mönchsvater aus der ägyptischen Wüste in der Hand. Das hat ihm Philipp Neri beigebracht, der diese Traditionen wiederbelebt und ausgräbt. Das, was Neri in seinem Oratorium umzusetzen versucht, ist eine Wiederbelebung der apostolischen Tradition. Wenn wir heute im Tagesgebet sprechen von apostolischem Eifer, dann denken wir, und so ist es im Gebet auch eng geführt, lediglich an das, dass der Vinzenz von Paul als Erfinder der modernen Caritas bezeichnet wird. Das ist zu wenig. Und man wird Vinzenz nicht gerecht, wenn man ihn auf diese Seite einschränkt. Dass er das tun konnte, was er später tut, mit den Werken der Nächstenliebe, kann er eben nur, weil er die apostolische Tradition zuvor gelernt hat. Das, was Menschen dieser katholischen Reform unermüdlich versuchen, ein Karl Borromäus, ein Philipp Neri, ein Franz von Sales, dem er zum Freund wird, unser Vinzenz von Paul. Wenn wir sagen, und das klingt bei Kohelet eher negativ, nichts Neues unter der Sonne, und wenn wir heute danach fragen, was ist der Impuls, der unserem erlahmten Christentum wieder Kraft geben kann, dann ist es nichts anderes als das, was dieses träge, faule, überschuldete Priesterlein Vinzenz aus seiner Lethargie gerissen hat. Das gilt auch heute. Es ist die Wiederentdeckung des Evangeliums. Es ist die Wiederbelebung der apostolischen Tradition. Das wird uns keine Beratungsfirma für viel Geld verraten, weil sie sie nicht kennen. Das können nur wir selber entdecken, weil wir es als Christen in unseren Genen haben. Und wir hätten die Kraft, daraus zu leben.
Wir müssen es manchmal nur wollen.